Voran geht's. Beim Sprinten schlägt mich schnell nicht so schnell jemand. Du bist ja ganz sportlich. Waffen, Kleidung oder Bananen? Waffen. Und Waffen. Na, kann ich bestimmt was. Spannendes Ding. Toast! Da toast mich doch einer. Ich spreche einen Toast auf dieses Toast aus. Auf dieses. Auf alle drei. Okay, Megablitz. Das in der Mitte wurde besiegt. Hat Becky wohl einen Toast auf ihn ausgesprochen. Zack, besiegt. Huskies vs. Einhörner. Ja, das ist der Spruch. Müller Waldorf, das ist Annelies. Ich hätte so können. Ich komme immer noch nicht auf den Namen von diesem Mädchen aus des Zauberer im Oos. Wir sind auf jeden Fall. Ja. Ich bin dann wahrscheinlich der Blechmann hier. Sah es dann das Mädchen, wie es aussieht. Und dann ist Blechi die Vogelscheuche hier. Ja, und wer war es noch? Da war noch einer, der Löwe. Ja, Annelies, der Löwe. Wie hieß das Mädchen? Verdammt. Ich weiß noch genau die Geschichte. Ich kenne die noch, aber das Mädchen ist mir nicht bewusst. Immer in die Kommentare, wer das kennt. Wie heißt das Mädchen? Aus Arkansas kam die, glaube ich, oder? Arkansas war die Stadt, aus die ursprünglich kam. Dann wurde sie mit dem Wirbelwind in die fantastische Welt gebracht und dort Cutterschwert. Oh. Andy hat ein gefährliches Item erhalten. Ausrüsten, schneid dich bloß selbst damit nicht. Oh, das muss man bei dem Cutter mal unbedingt dazu sagen. Soll man sich bloß nicht selbst damit schneiden. Aus. Uha. Du war bekannter geworden. Komm und gelernt. Na toll. Meine Schwester befreundet sich mit Donald. Ob ich das so mag? Weiß ich nicht. Da muss ich erstmal noch feststellen. Ich rede mich um. Ich rede hier nur noch Scheiße. Und was ich sagen wollte. Was ist hier los? Alle auf einmal hier. Freundschaftslevel. Anstieg. Alle auf einmal. Voran, wo sind wir denn hier? Abmarsch, das sieht aus wie das Elfenreich. Kann doch nicht sein, wie sind wir da hingekommen? Okay, wer ist denn das? Schlurm. Okay, Schlurm. Guten Tag, Schlurm. Ich bin's, Zwergi. Was machst du hier? Ich kämpfe gegen dich. Schlurm, okay. Schlurm ist interessant. Der sieht nett aus, ist aber irgendwie nicht. Das war ja einfach. Okay, 650 Gold. Was machen wir hier? Ist das hier wieder das Elfenreich oder wo sind wir? Ja, genau. Berechtigte Frage, Zwergi. Wo sind wir? Wir waren doch gerade noch auf freiem Feld. In diesem bunten Land, in diesem knallpinken Zeugs dort. Und jetzt sind wir plötzlich in diesem Wald. Die Gegend ist wirklich seltsam. Was zum Geier? Ja, das verstehe ich wirklich nicht. Wie kommt man hier in dieser Wald? Ach, die streiten sich hier wieder. Grrr. Das will ich nicht. Nein, zerstreitet euch nicht. Damit ist was übergelaufen. Nein. Warum? Wozu wollt ihr denn Streit haben? Das bringt doch absolut gar nichts. Okay, hier haben wir fast nicht an und Nasenläufer A und B. Aha, fass nicht an. Interessant. Dann fasse ich mal nicht an, sondern greif an mit Impuls. Okay, fass nicht an. Besiegt Hashtag Ölnami. Sarah, haut rein. Ich helfe dir. Zack, zu zweit. Nase trotzdem nicht besiegt. Den Nasenläufer.
Mampf animiert sich selbst. Impuls. Ich glaube, das hat selbst Aragorn noch nicht gesehen. Sein buntes Land. Mittelerde, aber was zum Geier, das dürfte ihm selbst noch nicht untergekommen sein. Ein Gasthaus. Vielleicht auch waren wir hier im Gasthaus, wo wir sind. Nicht. Dann trotzdem fort. Held. Abmarsch. Ist Andi etwa berühmt? Boah. Weiß ich nicht. Bin ich denn berühmt? Heilung hat's immer Vorrang. Okay, ich würde nicht sagen, dass Andi berühmt ist, aber ja, bekannt vielleicht durch den Ivan Waldorf-Film. Könnte noch immerhin mehr als 200 Aufrufe auf meinem Kanal. In einem Video mal ansagen, mal loben. Das Video, Ivan Waldorf, der Film, der ist mittlerweile auf Platz 4 unter meinen beliebtesten Videos. Bald Platz 3. Das erste Video, was wirklich zu Recht dort auf beliebteste Videos ist, würde ich mal sagen. Wo ich sage, oha, eine Furie. Ja, genau. Das erste Video, wo ich sage, oha, eine Furie. Genau. So ist es. Mega Blitz. Besieg sie. Ich muss meine Ultrasteuer einsetzen. Lecky mit dem HP-Steuer will geheilt. Saras dran. Ach. Achtung. Was hat sie gesagt? Achtung. Wahrscheinlich. Okay, die Furie besiegt. Das ist schön. So, die Nase auch besiegt. Die auch noch. Perfekt. 987. 1000 Gesichter gerettet. Ich weiß, das kommt eigentlich spät, aber. Ja. Auch eine Zahl, die man knacken muss. Okay, geht sie irgendwo weiter? Wo lang? Ich frage mich, ob wir was Aragorn wohl so mag. Das fragst dich. Öffnen wir. Hurra, Radaugummi. Okay, hier in einer Truhe. Nasekratz. Gasthaus. Juhu. Ein Notfall, was? Schon wieder? Donald hat sich wieder erkältet. Oh, wie oft der sich hier erkältet. Das Immunsystem ist wohl nicht ganz so stark. Aufpassen, bevor ich mich auch noch hier erkette. Ich möchte mich mit Andi wieder vertragen. Ja, das ist nice. Aus Mitgefühl mit Donald kommt mein Schnupfen wieder hoch. Vertrag dich mal wieder mit Annelie. Ach, die Sequenz. Annelie. Was? Ich finde, wir sollten uns wieder vertragen. Ja, ich denke auch. Ärger vorbei. Nice. Finde ich immer wieder toll, wenn der Ärger verfliegt, dein Streit geschlichtet wird. Annie wurde verziehen. Sarah wurde verziehen. Ganz genau. Lassen wir den Donald wieder ruhen. Oh, wir sind wieder im bunten Bereich hier. Und wie wir bald da sind, das glaube ich kaum. 230 Gold erhalten. Okay, und fort. Weiter. Noch ein Gasthaus. Oha. Das ging schnell. Und weiter. Da sind wir wieder in der Wüste. Nebenan. Was verrückte Welt. Was um Geier. Erst süße Felder, dann kühler Wald, dann Wüste. Wieder einmal macht die Gegend ihrem Namen alle Ehre. Meine Begeisterung für seltsam hat aber auch so ihre Grenzen. Was kommt als nächstes? Man könnte wenigstens Warnschilder aufstellen. Ja, das könnte man machen. Habt ihr euch auch alle aufwärmt? Ja, allerdings. Stöhnen, echt's. Zwei kann vorher zu kaum noch klar denken. Ach, das ist die Hitze. Nein. Wie ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen. Ja, der Kaktus, die Kaktusgeschichte wieder. Lange nicht gemacht, oder? Lange nicht mehr in der Wüste gewesen. Nicht mehr den Kaktus sitzen machen können. Ich hoffe, dass bei den anderen eine Rast. Irgend sowas hat er gesagt. B-Knaktus.
Ja, die sind auf jeden Fall beknackt. Die Beknacktusse. Beknackteen. Oder wie ist das? Beknacktusse oder Beknackteen? Ist ja auch egal. Sind auf jeden Fall Beknacktusse. Hau rein! So beknackt sind sie, dass sie Beknacktusse heißen könnten. Doppelhieb! Zack! Komm, die haben wir doch gleich besiegt. Mampf! Feuer Rio! Sauber abgeräumt! Was zum Geier, da war ja die Hälfte des Kampfes weg. Das geht doch gar nicht. Und was zum Geier ist das heute für ein Part? Vielleicht ein Gasthaus oder was? Ich bin Aragorn. Ich weiß. Ich bin Zwergenfürst. Oha, Nasenölfer. Okay, die gab es damals in der Wüste auf jeden Fall noch nicht. Deshalb vermute ich mal, dass wir hier tatsächlich immer noch in Bad zum Geier sind. Die ganze Zeit auf meiner Nase, ich weiß nicht, was los ist. Explosion! Kommt, erledigt sie, bevor sie euch erledigen. Und was zum Geier soll das denn für ein Kampf sein? Hau rein! Njampf! Köstlich! Bumm! Nübelerweil auf! Auf die Plätze! Haut rein! Oh, Heilung von Aragorn. Köchliche Nahrung, die Heilung bringt. Okay, das hat's gemacht. Nicht. Feuer plus 1. Wir retten jetzt 393. Wir haben bald die 1000. Nice. Level 19 für Blacky. Hurra! Duftender Tee, duftender Tee, Sternchen und Kaktussaft. Voran, jetzt bald ein Gasthaus. Ja, nice. Cool, kann ich gebrauchen. Tada! Donald fühlt sich wieder besser. Wieder besser, genau. Und wieder neue Beziehungen. Was zum Geier ist heute los? Komm mal gelernt. Ba-ba-da-bau. Zwischen mir und Finne wird's. Ja. Räusper. Weiter geht's. Irgendwann müssen wir ja doch ankommen. Gibt's hier nicht irgendwo ein Ende der Mission? Nein, was zum Geier, nicht der schon wieder. Nein. Dann könnt ihr mal weiter spielen. Ich bin's der einzige wahre Chris Freak, Richard Castle. Erkennst du unseren rätselhaftes Mii auf einen Blick? Na, sprechen kann ich auch nicht mehr. Dann spielen wir doch eine Runde Vorhang auf. Von mir aus. Ein bisschen Abwechslung. Vorhang auf. Es gibt drei Fragen. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Okay, das ist Winnie. Wer war das? Ja, dafür war er ein bisschen zu lange da. Dann müsste er ein bisschen schneller vorbeiflitzen. Der darf auch nicht in der Mitte stehen bleiben. Frage Nummer 2. Okay, das war schon besser, aber mein Mia kenne ich ja wohl. Zwergi war das, richtig. Und die dritte Frage. Das war natürlich auch wieder Greenie. Vorbeigeflitzt ist er. Richtig. Starke Leistung. Na, als das würde ich es nicht unbedingt betiteln, aber Glückwunsch. Du hast mich letztens geschlagen. HP-Bananen. Kein Platz mehr für HP-Bananen. Ja. So oft gespielt. Viele HP-Bananen bekommen. Was zum Geier? Hier schon wieder in dem pinken Teils. Pink-grünen Zuckerteils. Was ist hier? Ein Hamburger. Den haben wir doch gesucht. Das soll dieser berühmte Hamburger sein. Na, dann hauen wir rein. Nom. Wird er verspeist und aufgegessen. Hamburger. Und Toast dazu. Na, Toast dazu würde ich jetzt nicht empfehlen, aber gut. Haben wir sie vergiftet mit unseren Attacken. Was? Der Hamburger frisst Annelie auf. Das läuft so rum, aber nicht. Das geht aber anders. Haha, Tschihihi. Es muss wirklich so sein, die können nicht reden. Die können nicht klar denken und nicht reden. Während sie unterfixiert sind. Was attackiert? Attackiert den Bürger und die Toasts. Was? Nächste Freundschaftsstufe? Im Ultramodus. Da kann man doch keine nächste Freundschaftsstufe gründen. Toast gerüstet. Und weiter geht's. Gib Annelie wieder her. Wow. Juhu. Gib Annelie sofort wieder her. Oha. Da ist Annelie wieder zurück. Nun wurde sie kein Fast Food heute. Und wurde sie nicht verspeist.
Okay, die Thorsten sind besiegt. Geht es nur noch, den Hamburger zu besiegen. Uns zu verspeisen. Zwangsangriff. Und das wäre es auch. Könnte man auch mal machen für Metopia. Eine Attacke, Zwangsangriff. Nein, nicht mich verschlucken. Nein. Was willst du denn? Wieder normal oder was? Hau rein. Andi wird geheilt. Die Zwerge wieder her. Hau ihn mit deinem Cutter auseinander. Nur noch Aragorn ist normal. Ganz schön dunkel hier drin. Ja, im Inneren eines Hamburgers. Kann schon dunkel werden. Alles in Ordnung. Naja, sie ist gerade ultrafiziert. Also insofern ist irgendwie nicht alles in Ordnung. Juhu! Irgendwie geht's ihr nicht gut. Braucht man die Ruhezone. Haut rein, Leute. Das ist schon fast besiegt. Impuls auf den Hamburger. Zack. Zerlegen wir ihn in seine Einzelteile. Perfekt. Haben wir auch die Mission geschafft. Weiter geht's. Level up für Annelie. Dann kann der Koch Aragorn jetzt sich die Einzelteile mitnehmen und ein Rezept daraus erstellen. Na, das war ja eine schöne Überraschung. Der leckere Burger hat uns fast verputzt. Ach, ich hätte mir gar nicht erst so große Hoffnungen machen sollen. Naja, die ganze Sache ist gegessen. Hier hast du ein kleines Dankeschön für deine Hilfe. 1000 Gold erhalten. Okay, nehme ich gerne an. Übrigens, hast du schon mal was vom dunkleren Fürsten Gronk gehört? Ach, der. Naja, über den hört man nur allerlei Gerüchte. Aber ich habe nie richtig hingehört. Tut mir leid. Vielleicht hören wir ja demnächst von dem. Du hast die Quest von Aragorn abgeschlossen. Na, noch ein bisschen durch diese pink-bunte Pampe hier. Und Dena ist natürlich hier genau richtig. Hat ein Foto gemacht. Wanderfotograf. Willst du ja dieses Foto kaufen? Gerne doch. Oh ja, ich kauf's. Vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Und voran ins nächste Gasthaus. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen erholen von diesem ganzen Pink-Zeugs und Bunt-Zeug. Das war mir ein bisschen zu bunt. Sarah hat sich an der Kettung eingefangen. Nein, nicht Sarah. Nein, meine Heilerin. Ja, so jetzt, das ist mir jetzt alles zu bunt. Ich breche jetzt erstmal an dieser Stelle ab. Ich muss mich davon erstmal erholen, was ich hier in letzter Zeit gesehen habe. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal sitzt seid und ihr kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfuss verpassen wollt. Hä, atmen. Ja, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut vor allem rinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.